Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming und zwar mit einem weiteren Kapitel aus der Elk Mountain Story mit dem Schafhirt, der in Wyoming sein Leben aufzubauen versucht. Falls du das letzte Kapitel noch nicht gesehen hast, dann lade ich dich doch gerne ein, dies noch nachzuholen, weil damit wird die Geschichte auch erst klar, wenn man die einzelnen Kapitel gesehen hat. Auf jeden Fall habe ich im letzten Kapitel versprochen, dass wir heute ein bisschen mehr auf die Details des Terraformings-Mod eingehen, wo wir hier den Bergbau betreiben können. Also wir würden hier jetzt definitiv ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, was für Optionen da sind, wie das funktioniert. Also quasi ein kleines Mini-Tutorial hier zu zeigen. Und zwar will ich hier auf keinen Fall sagen, dass es ein komplettes Tutorial sein wird, sondern es geht wirklich hier nur um die Basis, um die Grundlage und wie wir die Geräte bedienen und wie wir eben das Terraforming hier anwenden. Okay, so, als erstes braucht man dazu natürlich ganz klar die entsprechenden Geräte. Klar, man kann es mit jedem einzelnen Frontlader, Radlader und so weiter, mit jeder Schaufel kann man es machen. Nur hier haben wir natürlich ein bisschen mehr Spaß, wenn man Komatsu drin hat, wenn man Volvo drin hat oder Caterpillar, wo man einfach diese großen Marken, die man eben halt so kennt, drin hat. So, dann braucht man auf jeden Fall die Mod Terrafarm. Und zwar könnt ihr den Link in der Beschreibung unter dem Video finden. Und zwar definitiv so, dass dieses eine Grundlage ist, damit überhaupt das Ganze funktioniert. So, wenn ich jetzt mit diesem... Ich lade den jetzt mal ab. Wenn ich jetzt dahin fahre, um aufzuladen, werdet ihr sehen, dass nichts passieren wird. Also ich fahre jetzt dazu hin und da passiert nichts. Na, diese Punkte sind im Prinzip da, die ihr seht, quasi um zu zeigen, ob da ein Effekt stattfindet. Wir müssen auf jeden Fall erstmal in das Menü reingehen von diesem Terraform Mod. Und zwar ist das standardmäßig die Taste I. Das rufen wir jetzt auf. Hier lasse ich mal beides auf an. Hier der Debug Mode, der könnte ausgeschaltet werden. Das heißt, diese Punkte vor der Schaufel würden dann quasi verschwinden. Das ist für dann, wenn man mal klar ist und wenn das alles einwandfrei funktioniert. So. Dann haben wir hier einen zweiten Menüpunkt und hier haben wir verschiedenste Einstellungen. Ich würde jetzt hier alles im Prinzip so stehen lassen, wie es ist und würde das Einzige, was ich hier machen werde, ist hier der Fülltyp ändern auf Dirt, weil das ist das, was wir brauchen, um eben oben die Maschine befüllen zu können. Also das ist das, was ich einstellen werde. Ansonsten stelle ich gar nichts weiter ein. Dann muss ich, wenn ich jetzt hier oben sehe, seht ihr, dass hier Komatsu, Komatsu steht, dann ein Terraform normal, Discharge normal. So, jetzt ist es immer noch nicht aktiv. Jetzt, um das Ganze zu aktivieren, müssen wir mal das Gerät hier aktivieren. Das machen wir standardmäßig mit der Taste O. So, jetzt ist das aktiv. Wenn zum Beispiel also die Discharge normal steht, dann ist es so, dass das wirklich einfach eine normale Abschüttung oder Ausschüttung von dem, was in der Schaufel drin ist, ist. Ja? Also das lassen wir auch so. Sonst, ansonsten kann das geändert werden mit der standardmäßig mit der Taste B. Genau. Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwo hinschütte, dann kann ich festlegen, wie die Umgebung darauf reagieren soll, ob die sich erheben soll, ob es sich Flächen abflächen soll, ob es sich korrigieren soll, ob ich das nur drüber malen will, das kann ich so festlegen. Also die Discharge, also das Ausladen, lasse ich auf normal. Dann das Terraform, das werde ich hier, kann ich hier auch einstellen, was ich machen will. Also das heißt normal, das würde einfach normal nehmen. Ich kann sagen, dass ich das Terrain darunter absenken soll, wenn ich eine Schaufel voll rausnehme. Ich kann sagen, dass es sich eben auch ausgleichen soll. Oder ich nehme am liebsten nämlich das Smooth, also das Auskorrigieren. Das ist das, was ich am liebsten nehme, weil es einfach ja, für mich am natürlichsten wirkt. So,
Jetzt habt ihr auch schon gesehen, wenn ich jetzt hier die Position in der 1 wieder einnehme und jetzt ein bisschen nach vorne fahre, seht ihr, dass sich die Punkte grün färben. Das heißt, jetzt ist die Schaufel sogar schon voll. Das heißt, ich nehme hier, ja, ich gehe mal zurück, fahre zurück und schütte dies jetzt in den LKW rein. So, und dann machen wir das gleich nochmal. Und dann schauen wir gleich, wie das hier reagiert. So, jetzt senke ich die Schaufel wieder. Dann fahre ich mal vorwärts hier. Und dann schauen wir, sehen Sie jetzt die Punkte vorne? Und ihr könnt unten im Display sehen, dass sich die Schaufel jetzt gefüllt hat. Es dauert manchmal eine Weile, je nachdem wie viele von diesen Punkten quasi mit der Erde oder mit dem, was mit dem Arbeitsgut in Verbindung ist, geht die Befüllung der Schaufel schneller oder langsamer. So, jetzt schütten wir das wieder mal nochmal aus. Wichtig ist, dass wir das Gut auswählen, mit dem wir arbeiten wollen. Okay. Also hier der Dirt. Wir können das auch umstellen. Wir können sagen, wir wollen daraus hier Steine rausnehmen und dann nimmt der Steine raus. Können wir machen. Nur ist es hier natürlich nicht der Sinn der Sache. Hier wollen wir den Dirt. Das ist das, was verarbeitet wird, um eben das Gold zu gewinnen. Okay, jetzt stelle ich den hier bereit. Dann fahren wir mal eine Ladung hoch und dann machen wir gleich weiter, damit wir noch einen anderen Aspekt ansehen können oder eine Empfehlung meiner Seite, dass es einfach ein bisschen einfacher geht. So, der können wir da im Prinzip den losschicken, können wir hochfahren damit. Also ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass ich hier auf jeden Fall in den vierten Gang runterschalten muss, dass ich hier nicht mit der höchsten Übersetzung hochkomme. So, jetzt kurz ein bisschen zurück zu der Geschichte. Und zwar habe ich mich noch ein bisschen informiert und habe gesehen, dass also noch diese Woche, und zwar ein bisschen später in dieser Woche, ein ziemlich schönes und großes Oldtimer-Traktoren-Treffen in Niedersachsen in Deutschland stattfindet. Ich habe mich mal ein bisschen informiert und ja, ich erwarte noch auf ein paar Antworten. Und ja, ich könnte mir tatsächlich überlegen, mir eine Auszeit zu nehmen, mal 2-3 Tage nach Deutschland abzuhauen, den Traktor zu verladen und den natürlich zu verschicken, den Porsche. Denn ich glaube nicht, dass es eine bessere Gelegenheit gibt, diesen Traktor an Liebhaber vorzustellen und eventuell wirklich einen guten Deal machen zu können. Also ich habe ja diesen jetzt mal angezahlt, also bezahlt. Das heißt, sobald ich meine Schicht fertig habe, hole ich den dann ab. Und ja, das werden wir dann gucken, wie wir das genau dann machen. Ich habe auch natürlich eine E-Mail an Porsche geschrieben, weil ich weiß nicht genau, wie viel Wertschätzung für so einen Traktor in Deutschland tatsächlich da ist. Und ich weiß auch nicht genau, auf was ich genau achten muss. Und ja, da erhoffe ich mir eigentlich von Porsche noch eine Antwort, wo ich ein bisschen besser Bescheid weiß, wie ich diesen Wert einzuschätzen habe. Und ja, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall erwarte ich auch von Porsche noch eine Antwort. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was ich gesehen habe. Ich würde mich natürlich super gerne an dieses Treffen begeben. Natürlich, ich darf meine Arbeit hier natürlich nicht vernachlässigen, aber wenn ich natürlich eine Möglichkeit habe, das zu tun, dann würde ich natürlich alles in Bewegung setzen. Dann würde ich auch mit meinem, ja, sag mal, Kumpel Toni mal sprechen, ob er sich mal 3 Tage da für mich in den Wohnwagen setzt. Natürlich, ja, ob er das dann machen würde.
Das werden wir dann sehen, auf jeden Fall. Ja, jetzt gehen wir hier nochmal runter, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen an, wie ich das Ganze bediene, damit ihr ja, vielleicht das nächste Mal selbst sogar das probieren könnt. Ja, das würde mich freuen, wenn ich euch da ein bisschen vielleicht euer Interesse geweckt habe, die Lust auch mal Bergbau zu machen. Ja, es kann gut, es ist, was ist denn monoton, was ist nicht monoton? Ich glaube, es ist genauso monoton, 2 Stunden über einen Acker zu fahren mit einem 3 Meter Gruber. Ich glaube, das ist genauso monoton wie hier 20 mal, 29 mal hier den Berg hoch zu fahren. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, wie es ist. Wir stellen den jetzt mal hin und dann laden wir das ab. Und dann sprechen wir uns gleich normal hier, weil ich nämlich jetzt euch gleich erzählen möchte, wie ich denn eigentlich diese Schaufel bediene. Und zwar gibt es diese Mod, die heißt Tool Position Saver. Das heißt, diese Mod speichert, kann bis zu 4 Positionen speichern, wie das Anbaugerät oder zum Beispiel das Frontladergerät, wie hier jetzt diese Schaufel oder der Arm, wie er sich verhalten soll. Jetzt habe ich zum Beispiel in Position 1 die Position, die ich jetzt drin habe. Um jetzt in die Position 2 zu wechseln, drücke ich die Steuerungstaste und die 2-Taste. Das ist da, wo ich diese Position gespeichert habe. Dann fahre ich zum LKW hin. Und dann drücke ich die Steuerungs- und die 3-Taste oben, damit er in diese Position fährt. Wenn der ausgeladen hat, gehe ich wieder in die Position 2, das ist die, die oben ist. Nicht in die Position 1 gehen, sonst passiert gerade das, was gerade passiert ist. Ich würde jetzt sagen, in die Position 1, dann geht er runter. So, das ist aber einfach eine sehr gute, für mich eine sehr einfache und schöne Art, das zu bedienen. Ansonsten muss ich nämlich immer mit der Maus hoch, runter und so weiter. Ihr kennt das mit der Maus, ist es manchmal nicht so einfach. Gerade wenn es um komplexere Bewegungen geht. Und wenn man zusätzlich noch Cosplay und Autodrive installiert hat, da gibt es dann sehr schnell mal Kollisionen mit den verschiedenen Mausklicks. Also die rechte Maustaste, die kann zum Teil zu Konflikten führen, wenn man Cosplay und Autodrive darüber steuert und dann auch noch eben eine andere Steuerung drauf hat. So, alles klar. Das ist auf jeden Fall wieder voll. Ich mache eigentlich normalerweise gerne gleich die Schaufel voll. Das heißt, wenn der LKW kommt, der Kipper kommt, dann kann ich den direkt gleich voll machen. Dann habe ich hier. Ja, das war jetzt eben gerade ein Fehler von meiner Seite. Jetzt gehe ich hier zurück, habe ich zum Beispiel in die Dreierposition geschaltet, was ich nicht wollte. So. Okay, dann gehen wir eben jetzt hier den Rest füllen. Bis das voll ist, dann gehen wir in die Position 2, fahren den zu seiner Stelle und dann fahren wir wieder eine Spure hoch. Okay, ich mache hier weiter. Falls ihr Fragen habt, dann einfach kommentieren. Ich werde das natürlich dann in einem weiteren Kapitel dann entsprechend beantworten, wenn noch weitere Fragen da sind. Das heißt, wir fahren wieder hoch und wir sehen uns ein bisschen später wieder, wenn wir hier durch sind. Bis dann.
Wie immer möchte ich mir auch ganz kurz die Zeit nehmen, natürlich auf die Kommentare, die bisher erschienen, gekommen sind, auf diese Kapitel, die ich bisher rausgegeben habe hier. Zum einen hat also Quadlinge schreibt, bei der Minute 33:30 sei das ein schöner Drift gewesen. Mensch, Quadlinge, du bist ja super aufmerksam. Alles, was hier passiert, nimmst du alles wahr. Ja, es ist wahr. Ich habe da kurz mal die Kontrolle übers Fahrzeug verloren und dann habe es aber auch ziemlich schnell wieder gehabt. Ich könnte natürlich auch sagen, es war ein kontrollierter Drift. Sehr absichtlich gemacht. Quadlinger, danke für den Kommentar. Super, macht Spaß, wenn man so beobachtet wird. Das ist cool, weil ja, schaut einem auch, dass eben alles das gefällt, was man hier was macht. Danke nochmal, Quadlinger. Ganz, ganz cool. Danke. Dann kommt der Kommentar von Jürgen. Super Video, sehr ideenreich, wie du das machst. Weiter so. Kannst du mir sagen, wo ich die Elk Mountain downloaden kann? Danke im Voraus. Ja, habe ich dir gleich auch darauf geantwortet in dem Chat. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar und für dein Feedback. Bedeutet mir sehr, sehr viel. Den Link zum Download habe ich dir schon zugeschickt, direkt unter deine Frage hier. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, du hast es gefunden und hast mittlerweile auch Spaß auf dieser Karte. Dann kommt der Kommentar, ein weiterer Kommentar von Babai. Ich kann leider nur selten Community spielen, da ich beruflich einen sehr schwanken Dienstplan habe. Aber wenn es mir möglich ist und sich die Gelegenheit ergibt, spiele ich gerne mal online mit euch zusammen. Genau, Babai, das ist ganz herzlichen Dank erstmal für deinen Kommentar. Es ist definitiv so, dass wir gerade in der Planung sind, dass wir einen Community-Server erstellen. Und genau aus diesem Grund, weil wir auch andere Mitglieder haben, die eben unregelmäßige Dienstpläne haben, haben wir eben die Sport, dieses Projekt zu starten. Und da ist das Projekt oder die Idee ist auch, dass dieser Server dann durchläuft. Also das heißt, wenn du Zeit hast, gehst du drauf und hast jederzeit etwas zu tun. Also auf jeden Fall ist das in Planung. Und ja, wenn du Discord hast, dann komm doch bitte auf unseren Discord. Das gilt natürlich auch für alle anderen Mitzuschauer hier. Sie hat natürlich ganz, ganz herzlich eingeladen, mit uns auf den Discord zu kommen und auch das Projekt dann quasi mitzugestalten von Anfang an. Und dann werden wir wahrscheinlich gegen das Wochenende dann starten. Noch sind wir auf der Suche nach der geeigneten Map. Also wir haben noch eine Abstimmung im Gange. Kommt rein und stimmt ab, macht mit. Und das wäre auf jeden Fall dazu zu sagen. Bye bye. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei all denen bedanken, die hier ihren Kommentar, ihr Feedback, ihre Fragen hier natürlich kommunizieren. Das bedeutet mir sehr viel und es hilft natürlich auch dem YouTube-Algorithmus, wenn hier natürlich Bewegung drin ist in der Kommunikation mit mir, mit dem Team, mit dem Mr. Bauer Team. Ich möchte hier auch mal einen riesigen Shoutout machen an Darius und an Jochen, die unermüdlich helfen, im Hintergrund helfen, die Server im Gange zu halten. Dann auch Darius, der die ganze Zeit da beschäftigt ist, eben die Spielstände zu speichern auf den Servern, hilft mit andere Projekte vorzubereiten. Und genau, also ganz, ganz dickes Dankeschön an das Mr. Bauer Team, was im Hintergrund unermüdlich tätig ist, hier dem Kanal zu helfen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. So. Genug geschnackt im Moment. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal meine Arbeit. Bringe hier noch ein paar Fuhren hoch. Und dann sehen wir uns gegen Mittag wieder, ja? Okay, bis denn.
So, zurück bin ich hier. Ich habe gerade die 26. Lieferung hochgebracht, aber derweil auch noch ein bisschen von dem Konzentrat zurück hingebracht zu der Wäscherei und habe dann auch das da schon angesammelte Konzentrat darüber gebracht zu der Schmelzerei, also wo das Gold geschmolzen wird. Ich habe gebeten, dass ich heute ein bisschen früher gehen kann, damit ich das mit diesem Traktor noch lösen kann. Das heißt, ich habe grünes Licht bekommen. Das heißt, wir können eigentlich gehen. Also ich kann gehen. Und daher würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Hause. Ja, ich hole den Hänger ab. Ich hole den Hänger ab, damit ich den Traktor da drauf packen kann. Und dann fahre ich der zu mir zum Hof. Ich werde mal gucken, wie ich das jetzt am besten regle. Ich gehe jetzt noch kurz mein Geld holen. Also 26 Lieferungen, das sind dann 13.000 Euro, die ich heute verdient habe. Ich zeige euch auch gerne noch mal ein bisschen, wie das ausschaut hier mit diesem Gold. So, jetzt haben wir hier wieder neue Spawnplätze für Gold geschaffen. Das heißt also, ich gehe jetzt mein Geld holen. Ich bin gleich wieder da. Okay, so. Die 13.000 habe ich auch bekommen, 26 Ladungen. Das ist genau das, was ich erwartet hatte. Das ist auch in Ordnung so. Vormittags Geld verdienen, dann nachmittags um die eigenen Probleme Sachen kümmern. Also die anderen sind noch immer am Arbeiten, sind keine neue Leute dazugekommen. Dann fahren wir mal zurück und gehen mal kurz zum Händler. So, schauen wir uns das Baby noch mal an. Schön. Ich hoffe, dass ich mit dem ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr rausholen kann als 15. Und vor allem klar, der Transport nach Deutschland ist natürlich auch nicht ganz billig. Das muss ich eben ja noch aushandeln, was das ist, wie das geht. Ich gehe mal hier reden, gucken, ob. Wie ich den jetzt zum Hof bringe, ob ich den holen muss, mein Hänger. So. Es ist 12 Uhr, kurz vor 12 Uhr, nach einer Stunde zusammen mit dem Verkäufer hier, Billy. Der hat mir eben ein paar Sachen noch erzählt, wie er so die Geräte findet und was er dann damit macht und so normalerweise. Und er hat mir auch erzählt, dass er auch Verwandte hat in Deutschland. Also natürlich seine Familie ist deutschlandstämmig, also Krüger, Billy Krüger. Was ja nichts anderes ist als Willi oder Wilhelm Krüger. Und er hat gesagt, dass er da noch Verwandte hätte. Und ja, er hat mir auch gesagt, eben die wohnen da in Haue, also einem Ortsteil irgendwo in Niedersachsen. Und die hätten dieses Wochenende ein Traktorentreffen da in der Gegend. Ja, also vor allem, wo sie dann Tractor Pulling, einfach ein Zusammenkommen von den lokalen oder regionalen Bauern. Natürlich kommen sehr viele dann auch von auswärts mit ihren Oldtimer-Traktoren. Das ist dann so ein Zusammenkommen, wo man eben die alte Landwirtschaft, die traditionelle Landwirtschaft, die Landwirtschaft, die ja in der Vergangenheit liegt, noch zelebriert, wo man sich Zeit nimmt und die Traktoren begutachtet, zusammen pflegt, fachsimpelt, eventuell Tipps zur Reparatur und so weiter, weil viele dieser Ersatzteile gibt es ja nicht mehr. Also da wird sehr, sehr, da ist ein guter Markt, wo man quasi Informationen tauschen kann. Und ich habe mich entschieden, ich habe ja schon vorhin gedacht gehabt, eben Deutschland, eben Niedersachsen. Ich habe ja auch irgendwie von diesem Festival oder von diesem Zusammenkommen gehört. Das heißt, ich habe mich entschieden, ich werde dahin gehen. Ich habe jetzt mit dem Händler gesagt, so bin ich so verblieben, dass er gesagt hat, dass er mir den Traktor rüberstellt.
Ja, er möchte nicht unbedingt, dass ich jetzt da noch einen Schaden daran anrichte, weil ich weiß, wisst ihr jetzt auch nicht, ne? Er würde den rüberstellen, hat mir auch angeboten, den dann auch fertig zu machen für den Export, weil er hat natürlich da mehr Erfahrung als ich. Deswegen, also er macht den fertig, er macht mir die Papiere. Er hat mir einfach gesagt, ich soll doch mal noch mit Porsche noch die erweiterte Kommunikation suchen. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg, besorge mir mal die entsprechenden Flugtickets, die Informationen, die ich brauche, und er erledigt quasi den Export für mich. Ich bin mir gerade im Überlegen, ob er den Traktor nicht direkt an den Export gibt, oder ob ich den jetzt bei mir auf dem Hof stehen oder auf meinem Gelände stehen haben muss. Glaube ich nicht. Ich glaube, den ziehe ich direkt in den Export rein. Genau, das werde ich machen. Ich werde ihn gerade anrufen, sagen, er soll mir den Traktor gar nicht hochstellen. Er soll den fertig machen für den Export. Er soll den noch ein bisschen polieren. Und derweil nehme ich mir noch mal mit Porsche in Deutschland Kontakt auf, mit dem Porsche Museum. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich zu Hause bin. So, okay, hier sind wir. Kurz mal die Schafe, um die Schafe mich kümmern hier. Die haben Wolle produziert. Also ich würde jetzt da noch nichts dran machen. Alles ist noch in Ordnung. Futter ist noch da, Wasser ist noch da. Das machen wir dann kurz vor der Abreise, machen wir alles richtig voll. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich mache noch ein paar Telefonanrufe und ja, gucken wir. Ja, bis nachher. So, eine kleine Siesta gemacht. Ich habe ja viel Zeit noch am PC verbracht. Der Händler hat gesagt, er macht den Export bereit, bringt den Traktor jetzt nicht hoch, sondern er macht den direkt für den Export bereit, dass es ja losgeht, damit er dann auch schon da ist, wenn ich dann abfliege dann in den nächsten Tagen. Ich habe mir Porsche ge-E-Mailt, also ich habe mit denen Kontakt gehabt und die haben, also das Porsche Museum, die haben mir gesagt, schau mal, wir würden dir doch wahrscheinlich schon gut und gerne einen Teil des Transportes übernehmen, aber bitte schau doch mal bitte, welche Seriennummer dieser Traktor hat. Na, und ja, das ist etwas, was ich jetzt machen muss. Der Händler konnte mir jetzt das nicht sagen direkt, welche Seriennummer der hat. Kennt es sich mit den Porsche-Traktoren nicht allerdings sehr groß aus. Daher muss ich jetzt guten oder schlechten Gewissens halt noch mal darunter fahren, den noch mal kurz angucken gehen. Mir das angucken gehen, welche Seriennummer das ist, damit ich das an dem Porsche Museum sagen kann, welche Nummer das ist, weil es hat anscheinend für diese eine riesengroße Bedeutung. Deswegen gehen wir da mal reingucken. Also, die Pläne, die ich jetzt habe für die nächsten paar Tage, ist, ich werde so schnell wie möglich hier alles fertig machen und schon mal dann nach Deutschland verreisen. Die Schafe, die sind unter sich natürlich hier aufgehoben. Ich habe auch meinen Freund Toni gebeten, dass er doch, wenn er mit dem Bus mal vorbeifährt, also der ist ja hier im lokalen Busunternehmen tätig, und dass er doch mal ab und zu mal einen Blick hier drauf werfen soll. Er soll einfach gucken, ob Futter da ist, ob Wasser da ist und ob alle noch vollständig sind. Und da hat er natürlich gesagt, kann er machen. Er fährt, glaube ich, zwei, dreimal pro Woche hier lang. Das heißt, er würde dann einfach mal kurz aussteigen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich glaube, das können die Passagiere auch ab. Das macht er, glaube ich, des Öfteren. Das sind sie sich von ihm gewohnt hier. Das ist absolut kein Problem. So, das heißt, das ist auch schon versorgt und das ist auch schon mal geregelt. Das heißt, ich habe schon eine Hürde weniger zu nehmen. Dann die Tickets habe ich beantragt, gekauft. Also gekauft noch nicht. Ich habe die mal reservieren lassen. Die muss ich mir noch kaufen. Ich glaube, die Hin- und Rückreise wären so um die 15.000, 1500 Euro.
Und der Transport würde sich auf 6.000 belaufen, so jetzt. Das ist so also mal die Zahl, die ich jetzt bekommen habe. Das heißt, 7.500 Euro würden dann von meinem Konto noch weggehen. Hier steht ja doch das Baby hier. Schon schön. Mir gefällt auch die Farbe. Hat ihn auch schon schön poliert. Sieht schon schön aus. Ja, aber wenn man sich das anguckt, neben diesem Pickup-Truck, ist es echt ein kleiner Traktor. Schön, okay, bis nachher. So, okay, das war's. Folgendes, also ich habe gerade gesehen, ich habe eine SMS bekommen auf meinem Handy, dass also die Reise und der Export im Prinzip gedeckt sind. Also 7.500 sind weg von meinem Konto. Das ist gut. Der wird jetzt dann auch gleich den Traktor verpacken und dann in den Containerladen gehen. Also er hat natürlich als Händler hier natürlich die Kontakte, wo er die Container bekommt und was auch immer. Das wird er jetzt machen. Der Traktor wird nicht per Schiff gehen, sondern der wird über den natürlich über den Flugverkehr, also am Flughafen dann beladen in ein Flugzeug, ein Frachtflugzeug die nächsten Tage. Und wird als Sonderfracht nach Deutschland gebracht. So, er hat mir, wir haben das gemeinsam angeguckt gehabt. Also der Traktor hat die Seriennummer 003. Das heißt also, mit diesem Rahmen in dieser Bauart ist das das dritte Modell gewesen, also die dritte in der Produktion. Und ja, das klingt doch gut. Jetzt werde ich das den Porsche-Leuten mitteilen, dass das die Seriennummer 3 ist. Und dann schauen wir mal, wie wir verbleiben werden. Des Weiteren hat Billy mir gesagt, dass er auch schon jetzt Kontakt aufgenommen hat mit seiner Familie in Haue. Und die sind zwar nicht im im Bauerbetrieb oder nicht im Bauernberuf, sondern die machen da was. Aber die haben sich bereit erklärt, mich für die Tage in Haue zu beherbergen. Die freuen sich, dass ich komme und irgendjemand von ihrer Bekanntschaft oder Verwandtschaft kenne. Da freue ich mich auch natürlich drauf, habe natürlich tausendmal Danke gesagt. Also ich sehe, die Leute hier sind super gastfreundlich, sehr hilfsbereit. Und ja, also da werde ich auf jeden Fall dann in Haue, dann in Deutschland, da bei Niedersachsen werde ich dann da beherbergt sein. Das ist doch mal schon gar nicht so schlecht. Da haben wir das auch schon mal geregelt. Wunderbar. Oh, da gibt es eine neue Halle. Mache ich mich dann morgen früh zum Flughafen auf, dann geht die Reise los. Also als ich ja hier gestartet habe als Schafhirt, habe ich ja nicht gedacht, dass ich in der ersten Woche schon nach Deutschland reisen würde. Habe ich ja echt nicht gedacht. Ja, wir werden noch kurz einfach das Gras, was wir schon geladen haben, verteilen an die Schafe und dann werden wir das noch voll machen, sodass Toni im Prinzip dann einfach nur nachfüllen muss, dass er nicht da noch Zeit verdienen muss mit abmähen und so weiter. Das werden wir ihm alles bereitstellen. Mann, dieses Fahrzeug oder diese Straßen hier sind echt sehr rutschig jetzt, ne? Oder mein Fuß ist einfach zu bleiig. Da kann der Quadlinger wieder kommen und sagen, schöner Drift. So, okay. Dann füttern wir noch die Schafe, mähen wir noch mal nach, bis wir das voll haben und dann können wir dann das Kapitel schließen, in dem das Verschlafen gehen und dann sehen wir uns dann in Deutschland wieder. Dann habe ich auch schon ein paar Tage jetzt nicht mehr gestartet gehabt, aber was cool ist bei diesem Fahrzeug hier ist der Wendekreis. Der ist extrem. Okay, da ist versorgt. Dann gehen wir zum nächsten. Okay, das ist das, was wir verteilen konnten. Jetzt gehe ich noch einen Streifen abmähen, damit wir dem Toni eine volle Ladung da lassen. Wir bleiben ja auch nicht so lange weg. Ich bleibe ja auch nicht so lange weg. Es ist ja wirklich nur 3, 4 Tage.
Okay, das Gras haben wir gemäht. Das heißt, wir holen den Wassertank, dann füllen wir den mit Wasser und verteilen dies in die Schafe. Was ich gemerkt habe, dass dieser Wassertank im Prinzip immer Vollstand haben oder ziemlich voll sein muss, damit diese Trigger auch, die Wassertrigger hier, das dann auch annehmen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein paar Mal hin und her fahren, aber das ist ja nicht schlimm. Da haben wir jetzt 0% drin, eigentlich haben wir da einen Schwund gehabt. Egal. Zum Glück haben wir uns die Nachbarn hier gesagt, wir dürfen hier die Wasserquelle hier nutzen. Das heißt, das nehmen wir natürlich dankend an. Okay, die Tiere sind versorgt. Ich stelle den jetzt noch hier drüben hin, mache den voll mit dem Grashänger, damit Toni das nicht selber machen muss. Das ist alles bereit, dass er quasi nur Futter nachschiebt. Wasser haben wir genug. Das ist auf jeden Fall genug für die ganze Woche. Okay, wunderbar. Das ist alles, was ich machen, vorbereiten musste. Es ist alles in die Wege geleitet und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier schlafen oder ja, mache noch meine Sachen und wir sehen uns in Deutschland dann, ne? Wenn wir sehen uns dann in Haue. Bis denn, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und alles Gute und wir sehen uns in Deutschland.